Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, 7 Tage hat der Toto nichts gemacht. Und woran hat es gelegen? Einfach an seiner Faulheit, will ich jetzt mal nicht so sagen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man nach draußen guckt, es wird sommerlich. Und Herr Habeck hat gesagt, wir müssen Energie sparen. Und das, da gehe ich natürlich mit großen Beispiel voran und schmeiße meinen Rechner hier nicht so oft an und meine Tablets auch nicht. Also die lade ich jetzt nicht mehr immer ganz voll, sondern nur so 3/4. Und war natürlich ein Scherz. Aber das mit dem Energiesparen fand ich jetzt gar nicht mal so ein Scherz. Ich bin tatsächlich nicht mehr so häufig hier oben in der letzten Woche am Rechner gewesen, also abseits der Arbeit natürlich. Und deswegen gab es mal 7-Tage-Pause. Aber sind wir mal ehrlich, die 7 Tage sind eher wenig, denn hier in Clash of Clans gab es seit dem 21. Mai keine Veränderung. Ne? Keine Veränderung. Wir gehen mal rein in die News. Und es gibt die Mai-Belohnung. Hurra, 21. Mai. Ich weiß sogar noch, was ich am 21. Mai gemacht habe. Am 21. Mai habe ich nämlich meinen letzten Livestream gemacht. Beziehungsweise da war mein letzter Livestream. Also nicht der allerletzte, sondern da war mein letzter. Ich war halt in der Zwischenzeit auch nicht live am Start. Ich meine, ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn ich hier schon tagsüber nicht am Rechner sitze und mal aufnehme, dann werde ich natürlich auch nicht streamen. So muss man es einfach mal sagen, wenn man, sage ich jetzt mal so, 1 und 1 zusammenzählt. Aber hier gibt es schon seit dem 21. Mai keine Veränderung. Also hier gibt es noch die Mai-Belohnung. Tatsächlich, wenn ich den Client auf Englisch stelle, im Englischen gibt es immerhin die Sommer-News. Da gibt es immerhin die Sommer-News. Und ihr seht ja auch schon bei mir hier im Hintergrundbild eines der Sommer-News. Also ein neuer Skin für den Royal Champion. Und ich finde es wirklich schick. Also jetzt nicht, weil es eine fesche Dame ist, sondern ich finde den Skin einfach sehr, sehr schick mit der Taucherbrille, den Kugeln und natürlich der Fußkette. Gar keine Frage. Ist euch gar nicht aufgefallen, ne? Da ist so ein kleines Fußkettchen. Und finde ich natürlich sehr, sehr schick. Ich habe auch gestern Abend schon Infos eigentlich darüber bekommen, denn wir bekommen die Infos ja immer über Supercell. Das heißt also, ich sag's mal so, ab einem gewissen Level bekommt man dort halt die Infos. Und dass wir es auch posten dürfen, ich glaube für heute 11 Uhr oder sowas war das. Und da bin ich auch ein bisschen verwirrt, was im Moment diesen Supercell-Discord angeht, muss ich sagen. Plötzlich meldete sich nämlich vor ein paar Wochen jemand, der das ganze Englisch in Deutsch eingedeutscht hat. Also die kommenden News, die wir ja dann irgendwie einen Tag später auch posten dürfen, wurden plötzlich eingedeutscht von jemandem, ich glaube Peter hieß er, für irgendwas ein Community-Mensch dort, Community-Manager, Deutsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das Ganze plötzlich eingedeutscht für uns deutsche Content-Creatoren und dann kam lange nichts. Und jetzt kam es, dass jemand das gemacht hat. Ich muss mal gerade gucken, wie er eigentlich heißt. Und zwar muss ich jetzt mal gucken, wie er eigentlich bei uns heißt. Ich meine, ich finde es völlig unnötig. Ramin heißt er. Ramin, also Community Manager scheinbar, aber für cmbs.crcoc.de. Okay, der hat das Ganze über einen Google Translator laufen lassen. Ich finde, das ist ein bisschen über. Wollte ich eigentlich auch noch dazu was schreiben, aber ich wollte es mir jetzt nicht ganz mit Supercell verscherzen. Also ich finde, es reicht, wenn wir das in Englisch haben. Wir können uns das schon ins Deutsche zusammenreimen und dann muss da nicht einer hingehen und muss den englischen Text über einen Google-Übersetzer ballern. Dann kommen da nämlich ganz, ganz komische Sätze bei raus, wo du dir wirklich nur fragst, was soll das? Aber egal, wir gehen mal rein. Wir haben 7 Tage nichts gemacht und hier unten steht auch so eine erfolgreiche 8, also gar nicht mal so schlecht, was ich hier sehe. Es gibt eine wirklich, wirklich hübsche Szenerie. Da könnte ich mir sogar denken, dass ich mir die zulege. Also so eine Sommerszenerie sieht sehr, sehr gut aus. Gibt immer ein bisschen Gold, ein bisschen Elex dabei
Und das Ganze läuft ja immerhin 17 Tage. Noch 17 Tage, dann gibt es den Sommerking. Jawohl. Den Sommerking finde ich auch sehr lecker. Aber wie er jetzt so verschmitzt mit den Augen da wackelt, finde ich sehr, sehr gut. Und allerdings die Animation, wenn er dann irgendwas macht oder halt schlägt, er schlägt dann halt mit diesem Surfbrett dazu. Das finde ich ein bisschen, passt irgendwie nicht so ins Spiel, weiß ich nicht. Passt irgendwie so nicht ins Spiel, aber ich meine, der Skin ist natürlich, klar, legendär. Der Skin ist legendär, kann man nicht anders sagen. Und ja, schönes Ding hier. Habt ihr euch denn schon gekauft oder was meint ihr? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe ja auch hier 17 Tage Zeit. Mach dich bereit für den epischen Sommer, ja, das ist wirklich episch, also ich muss sagen, die Sommergladiatorin gefällt mir sehr, sehr gut, für 4 Euro schon fast ein Schnäppchen, ne? Für 4 Euro fast ein Schnäppchen, bei so einem schönen Skin, aber ist auch ein Standard-Skin, also der legendäre ist dann etwas teurer, aber ich finde diesen eigentlich auch sehr legendär, mit der Taucherbrille, dem schönen langen Zopf. Ich meine, das ist ja letztendlich das Outfit, was sie eigentlich immer hat, aber auch jetzt sommerlich finde ich in Ordnung. Und sieht sehr, sehr schick aus. Deswegen habe ich das auch hier heute bei mir mal genutzt. Und es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, ein paar nette Sachen. Ich gehe da immer gerne rüber hinweg, weil die Angebote sind teilweise natürlich gut. Und teilweise machen sie auch keinen Sinn. Aber so das ein oder andere, so 99 Cent. Früher habe ich da mal zugeschlagen. Bei den 99 Cent Geschichten heute mache ich das nicht mehr. Aber das war es noch nicht an News. Ich meine, okay, hier war es das an News bei Supercell. Wir haben hier immer mal wieder ein paar Spielchen. Und ich wollte eigentlich auch dieses Spiel hier machen. Da muss ich Elektrodrachen benutzen, denn ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Tränke. Und die Itzu-Sommer-Herausforderung, die ist natürlich... Ich habe schon einmal reingeschaut. Der Schlingel, was er sich dabei gedacht hat. Aber echt schön, schön gebaute Base, finde ich. Also, klar, da kommt so ein bisschen Sommerfeeling auf. Oben die beiden Delfine, unten tanzen wohl so im Strand tanzende Menschen mit einer sehr, sehr schönen Sonne da oben, wo das Rathaus ist. Und ja, Scherz beiseite. Und ihr seht, ich muss selbst die Doppelleiste hier scrollen, also von jeder Truppe ein. Das ist echt genial, muss ich mal so sagen. muss ich wirklich mal so sagen. Das ist wirklich genial. Wie man das Ganze jetzt spielt, das weiß ich noch nicht. Ich meine, wir können jetzt mal reingehen. Wir lassen uns mal nicht lumpen. Pass mal auf. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Finde ich. Das ist schon mal nicht schlecht. Und vielleicht können wir hier schon so ein bisschen mit dazusetzen. Mal sehen. Oh, 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 oh. Kommt's aber dicke hier, wa? Mensch, des Kinders. Oh, wir verlieren die Queen. Nein, wir verlieren die Queen noch nicht. Wir hauen hier mal alles raus. Mal sehen, was sich der Itzu dabei gedacht hat, uns das hier aufzutischen. Den nehmen wir auch mal mit rein. Den Royal Champion lassen wir mal noch. Die anderen Truppen auch. Wir müssen erstmal hier ein bisschen aufräumen, würde ich sagen. Und mal sehen, wir machen die mal ein bisschen unsichtbar. Die brauchen wir noch für was anderes. Oh, Fledermäuse sogar. Okay. Fledermäuse damit bei. Oh, Itzu, was machst du? Da hinten ballern drei Adler. Okay. Die müssen wir aufhalten. Müssen wir mal gerade gucken, wie wir das machen können hier. Über die Seite hier. Ah, da kommen wir nicht ran. Sehe ich jetzt gerade. Da kommen wir gerade nicht ran. Und dann müssen wir das mal so machen. Oh, King, verlass uns nicht. King, verlass uns nicht. Donnerwetter. Donnerwetter, okay. So, nehmen da mal mit rein. Haben wir eigentlich... Oh, wir haben gar keinen Supermauber hier, sehe ich gerade. Okay. Mal sehen, wie weit wir kommen. Noch das Rathaus vielleicht. Ah, ne, das Rathaus schaffen wir nicht. Einen noch davon. Oh, Royal Champion kann ich noch zünden. Okay. Und packen wir das Rathaus. Mal gerade gucken. Jawohl. haben wir immerhin schon mal 2 Sterne abgeluchst. Aber sehr, sehr, sehr coole Sache hier. Okay. Only Tesla Base, alles klar. Hier um die tanzenden Menschen herum, um das Menschengebilde hier. Ich denke mal, das ist zu machen. So schwer ist es jetzt nicht. Habt ihr gesehen, alles irgendwo gespammt und trotzdem hier 52% geholt. Soll halt Spaß machen. Sommer soll Spaß machen. Und
Deswegen gehen wir auch erstmal nach Hause. Sieht wild aus, ne? Sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Hier bei den Herausforderern muss ich sagen, läuft sehr, sehr gut. Wir haben einen klaren Krieg gewonnen, einen haben wir, glaube ich, verloren. In unserer letzten Range hier, beziehungsweise, ja, schade, schade, schade. Ich habe eigentlich nur einen coolen Angriff hingelegt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das 93% werden hier. Aber nach wie vor, wenn hier hinten so viel auf Ecke steht, weil ich kriege die Truppen nur nicht so schnell raus, wisst ihr? Ich kriege die Truppen nur nicht sehr schnell raus und teilweise auch die Zauber nicht. Aber habe mir gedacht, ich mache hier mal ein bisschen was mit Hox. 37 sind zu wenig, kann ich euch sagen, Leute. Das hat nicht ganz gereicht, aber es hat fast gereicht. Hätte ich nicht gedacht, dass am Ende doch noch so viele Prozente wären. Mit Kampfholz und den Helden hier erstmal die Clanburg eliminiert. Und da hatte ich, glaube ich, Valkyren hatte ich da drin. Und einen Riesen, meine ich, jawohl. Da geht auch der Scattershot weg und hier auch der zweite. Rathaus bekomme ich auch. Und ja, eigentlich soll es jetzt meine Masshocks bringen. Die waren auch gar nicht mal so schlecht. Wortzündung relativ früh, weil natürlich der Adler noch die ganze Zeit ballert. Und ich vermutlich einfach nur ein bisschen zu wenig Cleanup mal wieder mit hatte. Sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Jetzt teilen sich zwar meine Hocks auf, aber konnte man eigentlich so machen. Und ich hatte eigentlich auch ein bisschen das Gefühl, Mensch, Toto, der Angriff ist doch gar nicht mal so schlecht. Hat aber am Ende leider doch nicht gereicht. Prozentual haben wir den Clankrieg gewonnen. Leider nicht nach Stern. Der Gegner hat halt einen Stern mehr gemacht. Hat nur 4 Sterne offen gelassen. Wir jetzt leider 5 Sterne. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, der Clankrieg war trotzdem in Ordnung. Alle haben angegriffen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend bin ich eigentlich gut zuversichtlich hier. Das war auch die nächste Liga wieder super spielen hier. Letzte Liga ja Zweiter geworden. Und kann nur besser werden. Und aber ich finde eigentlich ein schönes Ding hier. Und der Warden bringt es ja tatsächlich am Ende. Der Warden macht hier nochmal den Unterschied. Und allerdings hat er natürlich jetzt nicht so eine harte DPS-Kraft wie zum Beispiel ein Royal Champion oder wie eine Queen. Hier hinten wird natürlich noch repariert wieder ohne Ende. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Kostet auch dann alles Zeit, aber der Royal Champion packt das hier. Und seht ihr, die Def ist fast down, denn der holt sich auch noch im Longshot, holt er sich auch noch den Magierturm. Da ist er weg. Und damit war es das eigentlich für die Defense. Okay, hier hinten ist natürlich noch die Bauhütte, aber dennoch, ja, kleiner Timefail und am Ende hätte sicherlich auch ein bisschen noch an der Truppe gefehlt. Aber ich finde gar nicht mal so schlechter Angriff. Ich meine, wir haben es sowieso gut geschlagen, der Gegner auch. Auch der vorherige Gegner, ich guck mal gerade, wir hatten nämlich im vorherigen Gegner, hatten wir einen deutschen Clan zu Gast. Grüße nochmal an die Tigerkralle. Auch sehr, sehr gut gekämpft. Das war voll auf Augenhöhe, dieser Clankrieg hier. Denn, wenn wir mal gucken, unser Team, Clan Level 18 mit 222 gewonnenen Kriegen und der Clan Tigerkralle hier mit 212, also nur 10 weniger exakt. Und das war voll auf Augenhöhe, muss ich sagen. Und ich glaube, das Ergebnis spiegelt das auch wieder. Also Grüße nochmal an den Clan Tigerkralle. Toller Clankrieg hier von euch und auch von uns. War das irgendwann dann, irgendwann wird es dann ja ein Dipfest, sage ich mal. Und aber wir gucken hier mal rein, was der Baba hier macht. Ist aber auch ein kleiner Dip, aber Baba ist auch noch nicht so lange Rathaus 14, ist unser kleinstes Rathaus 14, glaube ich, im Moment. Verliert seine Base halt sehr, sehr häufig. Das heißt also, sie ist noch nicht so stark ausgebaut. Gerade wenn du Rathaus 14 startest, dann hast du ja enorme Kosten und auch enorme Zeiten, bis das alles erstmal läuft und dann auch die Helden noch dabei. Nicht zu vergessen, die Pets, also ist schon wirklich, wirklich viel, was man hier machen kann. Oder nicht machen kann. Ja, 7 Tage, ich erinnere nochmal. Aber 21 Tage hier bei Supercell geht eigentlich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die Leute hier machen. Ich meine, so wenig News gibt es ja jetzt nicht. Oder eigentlich gab es immer mal wieder ein paar News. Aus der E-Sport-Szene ging es ja auch ein bisschen weiter bei den Weltmeisterschaften und die Qualifier liefen da ja und die nächsten Teams sind reingekommen. Das eine oder andere Turnierchen lief auch, aber scheinbar reicht das nicht, um hier in die News zu kommen. Da müssen es so Mai-Belohnungen sein, ne? Naja, ihr wisst, was ich meine, ne?
Hört sich garstig an, ist es auch. Ist auch so gemeint. Muss ich mal so sagen. Aber jetzt habe ich mich heute mal wieder hingesetzt, hatte Bock und auch ein bisschen Luft, muss ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie so einen Brückentag genommen. Oder ihr hattet gestern keinen Feiertag. Wir hatten gestern in Nordrhein-Westfalen Frohleichnam, also einen Feiertag auf den Donnerstag, Freitag, Brückentag. Und dann geht es erst am Montag weiter, also auch verlängertes Wochenende. Es wird sehr, sehr heiß. Ich werde auch ein bisschen öfter schwimmen gehen. Neben dem Vitamin D braucht man dann leider auch mal ein bisschen Abkühlung. Was heißt leider? Zum Glück mal ein bisschen Abkühlung und auch ein bisschen Bewegung dann im Wasser. Kann einem nicht schlecht tun, okay? Ich hatte den Angriff noch gar nicht gesehen. Und so deutlich war das jetzt auch nicht. Aber hat natürlich noch ein bisschen paar Tanks hier. Zwei Stück noch. Oh, mal sehen, ob der den Jump hier nimmt. Da nimmt er nicht. Er lässt sich da lieber von drei kleinen Bomben bisschen aus dem Tritt bringen. Der King ist noch zündbar. Und der Scattershot gibt natürlich alles, aber das wird nicht reichen. Denn der King hat sich gerade noch mal geheilt. Und jetzt gibt es auf die Mütze hier. Wunderbar. Schöner Angriff hier von Baba. Und wie gesagt, schöner Klarkrieg auch von den Kollegen der Tigerkralle. Also echt nett und hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich meine, gegen Gleichgesinnte freut man sich immer so ein bisschen, muss ich sagen. Und wir können aber mal gucken. Ja klar, wir gucken auch mal einen Angriff vom Gegner. Gar keine Frage. Machen wir mal, oh, sehr schön mit viel, viel Zauber, also mit viel, viel Erdbebenzauber und mit Super Magier. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist also, ja, ich bin ja ganz froh, dass die Wiederholung gab oder gibt. Denn kurz nach der Liga, glaube ich, gab es eine Wartung und da konnte man, oder hier, ich glaube, das war auch schon hier in dem Clankrieg. Ich glaube, hier in dem Clankrieg gab es schon eine Wartung und ich konnte mir nicht mehr alle Wiederholungen anschauen. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Holen wir das jetzt einfach mal nach. Also Gegnerangriff hier. Take it easy gegen Lord Arek, der Zweite. Ja, wir haben ja einige Lord Areks. Ist auch eine echte Bereicherung hier. Und was zumindest den Menschen angeht, so muss ich es mal sagen, sehr nett. Hier wird wieder ein bisschen kommuniziert, kaum zu glauben. Aber wahr. Und macht das hier auch ganz gut. Ja. Und immer wieder beste Kampfmaschine hier. Beste Kampfmaschine. Der Kampfholzwerfer im Moment sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Was kam da jetzt raus? Weiß ich gar nicht. Ja, da kam noch mehr Magie raus. Okay, da kam noch mehr Magie raus. Und aber auch ist auch eine sehr, sehr starke Truppe. Die ist super Magier. Und vor allen Dingen, wenn dann muss gerade mal überlegen. Ich glaube, das ist aber auch ein Dip in der 7 auf 9. Ich glaube, das ist auch ein Dip. Ich weiß es nicht genau. Doch, ich glaube. Der Take It Easy ist ein 13er. Und der Lord Arek ist hier ein 12er. Da hält es natürlich da hinten die Golems auch nicht auf, sehe ich gerade. Aber trotzdem schön gemacht hier. Super Magie habe ich jetzt schon sehr, sehr lange hier nicht mehr genommen. In der Clanstadt nehme ich sie doch sehr, sehr häufig. Ist übrigens wieder Überfallwochenende, aber ich glaube, das interessiert euch hier im Video nicht wirklich. Also ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich mal wieder Clanstadt machen soll. Aber ich bin ja auch ganz ehrlich, ich mache auch selber nicht Clanstadt. Ich habe auch die am letzten Überfallwochenende mit ganz wenig Teilnehmern teilgenommen und habe mir das Ganze, ich will nicht sagen, erspart. Man braucht ja nur einen Angriff machen, dann bekommst du zumindest alle Belohnungen am Ende. Und ich habe das aber nur mit 2 oder 3 Chars gemacht, weil mir war es irgendwie zu viel. Aber hier sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir konnten uns hier nicht mehr alle angucken. Oder war das in dem letzten Clankrieg? Muss man gerade gucken. In einem Clankrieg war das, da konnte man nicht mehr alle sehen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher es war. Vielleicht war es auch noch der von davor. Aber nichtsdestotrotz. Okay, wir haben Sommer. Ihr habt 7 Tage nichts von mir gehört. Es wird jetzt nicht wieder 7 Tage dauern, dass ihr was von mir hört. Es wird jetzt wieder ein bisschen kürzer werden, der Abstand. Also nicht länger, sondern eher kürzer. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderschönes Sommerwochenende hier. Lasst euch das durch den Kopf gehen hier mit dem Shop, mit den ganzen Sachen hier. Ich finde es sehr, sehr nice und muss meine Finger schon wieder ein bisschen unter Kontrolle halten. Also Hände weg vom Tablet.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Einfach einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen und hören wir uns sicherlich wieder. Bis dahin, euer Toto. Pest.